Begrüße in unserer kleinen Interviewreihe Das Klima wartet nicht Neshma Tamudi. Sie hat Politikwissenschaft, Philosophie und Religionswissenschaft in München und Paris studiert. Sie promoviert aktuell zu dem Philosophen Paul Ricoeur und sie ist Mitherausgeberin, deswegen passt sie sehr gut in diese Reihe, Mitherausgeberin eines spannenden Sammelbandes mit dem Titel Politik der Zukunft, zukünftige Generationen als Leerstelle der Demokratie, Leerstelle mit einem doppelten E wohlgemerkt. Das Ganze 2020 erschien, also noch relativ frisch. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. In eurem Buch sprecht ihr ja von einer Leerstelle der Demokratie. Kannst du erläutern, worin genau diese Leerstelle besteht und warum diese Leerstelle überhaupt ein Problem darstellt? Ja, sehr gerne. Also wenn man davon ausgeht, dass wir uns heute im sogenannten Zeitalter des Anthropozäns befinden, also ein Zeitalter, in dem wir mit unseren Handlungen und politischen Entscheidungen die Lebenswelten und Möglichkeiten nachfolgender Generationen sehr umfassend beeinflussen und vielerseits auch beschränken, so gilt es zu berücksichtigen, dass zukünftige Generationen hier als besondere Leerstelle in Erscheinung treten. Insbesondere, wenn man auf so etwas verweist wie das Betroffenheitsprinzip als einem demokratischen Grund. Prinzip der Selbstbestimmung, das besagt, dass all diejenigen, die von politischen Entscheidungen betroffen sind, im Entscheidungsprozess selbst auch ein Mitspracherecht haben müssen. Mit Blick auf zukünftige Generationen ist das natürlich nicht gegeben, weil die qua ihrer Nicht-Existenz diese Teilhabe im politischen Prozess nicht wahrnehmen können. Sie befinden sich sozusagen uns gegenüber in einer Art Machtungleichgewicht und können als vulnerable Gruppe, als besondere vulnerable Gruppe ausgewiesen werden, die eben innerhalb unserer demokratischen Entscheidungs- und Legitimationsprozesse eine besondere Leerstelle markiert. Und wenn man jetzt beispielsweise auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Klimaschutzgesetzen der Bundesregierung aus dem April diesen Jahres blickt, dann hat es eben genau auch auf diese Leerstelle rekurriert und nochmal darauf verwiesen, dass zukünftige und gegenwärtige Generationen sich in einer politischen, normativen, aber auch existenziellen Verschränkung hinsichtlich ihrer Freiheitsrechte befinden und dass die Aufgabe gegenwärtiger Generationen gerade darin besteht, die Leerstelle nachfolgender Generationen in diesem politischen Entscheidungsprozess zu besetzen und auszufüllen. Und gerade darauf haben wir in diesem Sammelband einen besonderen Augenmerk gelegt. Das heißt also, durch diese bisher mangelnde Berücksichtigung der Zukunft oder genauer der zukünftigen Menschen, seien sie noch sehr jung, seien sie noch gar nicht geboren, werden tatsächlich grundlegende demokratische Prinzipien eigentlich missachtet. Wenn es diese Leerstelle gibt, wie ließe sie sich denn füllen? Also welche politischen Instrumente wären geeignet, dem abzuhelfen? Das ist in der Debatte natürlich ein sehr breites Feld und da gibt es die unterschiedlichsten Vorschläge. Aber wenn man möchte, kann man das ungefähr auf drei Ebenen runterbrechen. Das erste wäre auf konstitutioneller Ebene, dass man die Interessen und Ansprüche nachfolgender Generationen verfassungsrechtlich versucht zu sichern, wie beispielsweise mit Zukunftsklagen, wie eben jetzt im Zuge des Klimaschutzgesetzes auch wahrgenommen von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Bündnissen. Aber auch, dass man die Interessen nachfolgender Generationen versucht, materiell, also inhaltlich, verfassungsrechtlich festzuschreiben. Wir haben das bereits implizit, wenn man beispielsweise auf den Artikel 20a im Grundgesetz und den dort verankerten Umweltschutz blickt, eben auch ein Artikel, auf den sich das Bundesverfassungsgericht in seiner Urteilssprache hinsichtlich zukünftiger Generationen bezogen hat. Wenn man auf eine andere Ebene blicken wollen würde, könnte man aber auch sagen, es gäbe Möglichkeiten, bestehende Institutionen zu erweitern. Die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen hat in dem Zusammenhang sehr interessante Überlegungen und Perspektiven vorgelegt, beispielsweise eine Erweiterung des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen oder des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung hin zu ständigen Ausschüssen, teilweise auch mit Möglichkeiten suspensiver Vetorechte oder dergleichen, die nochmal gesondert im politischen Prozess auf die Interessen nachfolgender Generationen hinweisen. Es lassen sich aber auch Überlegungen finden, die für die Einführung ganz neuer Institutionen plädieren, wie beispielsweise, dass man zusätzliche parlamentarische Kammern oder Zukunftskomitees etabliert oder was auch sehr spannend ist, sogenannte Ombudspersonen beruft. Das ist auch schon erprobt, beispielsweise in Schweden, Ungarn oder Israel, die die verschiedenen legislativen und exekutiven Organe nicht nur mit ihrer Expertise hinsichtlich der möglichen Interessen nachfolgender Generationen beraten, sondern hier auch wieder kritisch auf die politische
politischen Prozesse blicken und mahnende Worte und teilweise mit Vetorechten auch Einsprüche erheben können, bis hin zur globalen Ebene, auf Ebene der EU oder der Vereinten Nationen, dass man Zukunftskommissarinnen beruft, die neben dem Diskurs der globalen Gerechtigkeit nochmal diese intergenerationelle Verschränkung mit aufs Tableau bringen. Was im Zuge dieser Frage, wie man zukünftige Generationen innerhalb politischer Prozesse repräsentieren kann, besonders zentral ist, ist eben, wie ich gerade schon gesagt habe, den Repräsentationsbegriff nochmal gesondert zu betrachten, da zukünftige Generationen heute kein Teil der lebenden Wählerinnenschaft sind, müssen sie sozusagen indirekt repräsentiert werden über sogenannte Proxy-Stellvertretungsrepräsentationen. Und in dem Zusammenhang ist viel zu diskutieren. Handelt es sich um freie Mandate wie Bundestagsabgeordnete, die sozusagen nur ihrem Gewissen verpflichtet sind? Oder gibt man entsprechenden Repräsentierenden zukünftiger Generationen gebundene Mandate mit, die inhaltlich bestimmte Ziele, bestimmte Ansprüche, bestimmte Rechte, Pflichten mitbekommen, die sie für zukünftige Generationen innerhalb unserer Prozesse stark machen sollen, wie beispielsweise im Rahmen von Ombudspersonen und diese Leerstelle noch mal substanziell füllen. Ja, also super spannend. Also wenn ich es richtig höre, waren es ja drei Ebenen. Das eine, das Konstitutionelle, wo sich ja, also auf Verfassungsebene, wo sich ja, also jetzt aktuell ja auch ein bisschen was ändert. Also der Artikel 20a, du hast ihn angesprochen, hat durch diesen Urteilsspruch ja, wie Germanwatch sagt, Zähne bekommen. Ja, also eine andere Qualität dann noch mal. Dann die Erweiterung bereits bestehender Institutionen oder auch die Schaffung neuer Institutionen, was ich ja sehr spannend finde, auch zu sagen, das Thema ist ja auch nicht national zu bearbeiten, nur unter Umständen eben auch auf europäischer oder gar globaler Ebene. Könnten wir jetzt stundenlang drüber weitersprechen, haben wir leider nicht die Zeit dafür. Wenn wir mal von den Instrumenten, also zu den Inhalten kommen, was, worauf, wenn man das eben sagen kann, haben denn zukünftige Menschen Ansprüche, weil wir können sie ja nicht fragen, insbesondere diejenigen nicht, die eben noch gar nicht geboren sind. Das stimmt, das ist eine sehr diffizile Angelegenheit und die verschiedenen intergenerationellen Gerechtigkeitsdiskurse haben in dem Zusammenhang auch schon die unterschiedlichsten Sparziele, Schwellenwerte oder aber auch Schadensprinzipien formuliert, die eben meistens darauf rekurrieren, dass man Güterordnungen festlegt, unter deren Schwelle eine Generation nie fallen darf, immer natürlich herausgefordert durch die Endlichkeit unserer Ressourcen, durch transgenerationellen demografischen Wandel und dergleichen. Was in dem Zusammenhang, glaube ich, sehr zentral ist, ist darauf zu verweisen, dass wenn man nach den Ansprüchen nachfolgender Generation normativerseits fragt, dass natürlich keine universal zeitlosen Prinzipien sind, sondern das sind immer Ergebnisse soziohistorischer, kulturell erkämpfter, ausgehandelter Güterordnungen, Normordnungen, die hier formuliert werden. Wenn man 100, 200 Jahre zurückblickt, hatten wir ein ganz anderes Sicherheitsrisiko, Umweltbewusstsein als heute und hätten sicherlich ganz andere langfristige Ziele für nachfolgende Generationen formuliert. Meist wird heute auf so etwas rekurriert wie die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in deren Agenda für nachhaltige Entwicklung bis 2030, in der unterschiedliche soziale, ökologische, ökonomische Rahmenbedingungen vorgelegt werden, innerhalb derer beispielsweise Generationen ein Recht auf eine stabile Umwelt, auf ein stabiles Ökosystem, auf ein stabiles Klima, auf bestimmte demokratische Grundrechte der Selbstbestimmung haben. Was sozusagen zentral ist, ist, dass wenn man die Frage nach den legitimen Ansprüchen nachfolgender Generationen stellt, dass immer auch ein gesellschaftspolitischer Marker oder ein Spiegel, wenn man so möchte, gegenwärtiger Gesellschaften und deren Präferenzordnungen ist und dass die Frage der Rechte, Pflichten, Güter nachfolgender Generationen eng verschränkt ist mit der Notwendigkeit, dass man gesellschaftskritisch reflektiert und dekonstruiert, was denn derzeit eigentlich unsere Vorstellungen eines guten, gerechten, freiheitlichen, erfüllten Lebens sind und man hier immer guckt, dass man nicht unbeabsichtigterweise historisches Unrecht oder implizite Ausschlüsse mit in die Zukunft transportiert und deswegen die Frage nach den normativen Ansprüchen immer auch eine ist, die auf die Gegenwart blicken muss. Ja, das ist tatsächlich sehr, also sehr spannender für mich, irgendwie auch neuer Gedanke, das heißt, wenn wir über die Zukunft nachdenken oder über die Rechte zukünftiger Menschen, sollten wir das immer so tun, dass wir zunächst mal eben auch darüber nachdenken, wie wir denn gegenwärtig eben
über gutes Leben denken, welche Ansprüche wir gegenseitig, also gegenwärtig daraus ziehen, ne? Oder auch unter Umständen, welche Ungerechtigkeiten es aktuell schon gibt und dass wir die eben nicht dann unabsichtlich, wie du auch sagst, verlängern in die Zukunft dann. Ja, das finde ich, das Nachdenken über die Zukunft, das die Reflexion der Gegenwart, die kritische Reflexion immer mit einschließt oder voraussetzt. Ja. Eine letzte Frage schon, ist allerdings auch für sich genommen eine große Frage. Diese Berücksichtigung der Zukunft oder der zukünftigen Menschen in der heutigen Politik, setzt die nicht auch auf so einer Motivationsbasis sowas voraus wie Solidarität mit zukünftigen Menschen, also auch affektiv, so eine empfundene Solidarität, ein Verbundenheitsgefühl mit Menschen, die ich noch gar nicht kennen kann, weil sie noch gar nicht gibt. Kann es so eine Solidarität geben? Ja, ich denke, es ist die Grundvoraussetzung für die Frage der Zukunftsverantwortung überhaupt. Also das eine ist sicherlich die auf systemischer Ebene zu verortende Frage der Institutionen, der Rechte, der Pflichten und dergleichen. Die Grundvoraussetzung ist aber, dass man überhaupt die Zukunft oder das Morgen als einen Bestandteil gesellschaftlicher Überlegungen und Perspektiven des gesellschaftlichen Bewusstseins voraussetzt. Das heißt, dass man versteht, dass wir uns immer schon in intergenerationellen Solidaritätszusammenhängen befinden. Wir sind selbst Erbinnen, Nutznießerinnen vorausgehender Güterabwägungen, genauso wie wir Güter, Ressourcen und dergleichen an nachfolgende Generationen weitergeben werden. Und ein Bewusstsein für diese, wenn man so möchte, soziohistorische Verschränkung oder dieses intergenerationelle Beziehungsgeflecht ist notwendige Voraussetzung dafür, dass wir motivationaler, affektiver, normativerseits überhaupt eine Bindung an und zur Zukunft gestalten und aufnehmen können. In dem Zusammenhang ist es auch spannend, sozusagen abseits dieser eher rechts- und politikorientierten Perspektiven andere Elemente eines eher erweiterten Institutionenbegriffs mit aufzunehmen, die auf partizipatorische, zivilgesellschaftliche oder beispielsweise bildungspolitische Aspekte hinweisen. Denn was nötig ist, ist, dass man langfristig gesehen, beispielsweise letzteres genannt, in bildungspolitischer Hinsicht die Fähigkeit der Antizipation, der Vorstellung, der Imagination der Zukünfte als ein demokratisches Grundprinzip der, wenn man so möchte, intergenerationellen Mündigkeit oder Selbstbestimmung mit im politischen Prozess verankert und dabei auch ein Augenmerk darauf legt, dass diese Fähigkeit zur Vorstellung notwendig pluralisiert gehört, dass man auch schaut, wer spricht denn im politischen Diskurs mit, wer kann denn hier seine oder ihre Vorstellungen einer gerechten Zukunft mit in den Prozess einbringen. Und die Grundannahme ist, glaube ich, zu verstehen, dass Zukunft als solche nicht nur etwas ist, was wir prognostizieren oder wissenschaftlich vermessen, sondern die Zukunft ist ein Gestaltungsraum, ist sozusagen ein Aspekt demokratischer Selbstbestimmung, den wir als solchen auch ergreifen können und vielleicht auch sollten. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, ist es immer gut, eine Heuristik aus der wissenschaftlichen Wahrscheinlichkeit, dem demokratisch-politisch machbaren, aber auch dem, was wir aus gesellschaftspolitischer Perspektive imaginieren und vorstellen können, zusammenzunehmen und sozusagen gegenüber dem, was wir institutionell festschreiben, so eine Art der offenen, der inklusiven und der pluralen Vorstellung dessen, was Zukunft sein kann, mit in den Prozess einbringen und somit auch auf Dauer ein bestimmtes Kritikpotenzial für unsere Vorstellungen von Zukunft bereithalten. Das wäre ja dann auch eine sehr zentrale, sehr wichtige, auch sehr anspruchsvolle Aufgabe für Bildung, ja, angefangen bei, also von der Persönlichkeitsbildung, schulische Bildung bis hin aber auch zur politischen Bildung. So eine, wie hast du es genannt, Vorstellungskraft, Imagination, was ja nochmal was anderes ist, als eben nur, also wissenschaftlich zu prognostizieren, zu messen und so weiter, abzuschätzen und so, sondern wirklich. Also sich etwas also vorstellen zu können und dann darüber aber allerdings auch in eine also Verständigung zu kommen, ja, über die verschiedenen Vorstellungen, die wir dann haben, das wäre dann ja auch eine extrem wichtige Aufgabe für die Bildung und nicht zuletzt für die politische Bildung. Auf jeden Fall, dem würde ich zustimmen, ja. Ja, auch das könnten wir jetzt vertiefen und weiterspinnen. Leider fehlt die Zeit dafür. Ich darf also nochmal, auch im Text verweise ich schon auf diesen Sammelband, der wirklich sehr, sehr spannend zu lesen ist, manche dieser Aspekte aufgreift. Hier müssen wir es leider erstmal dabei belassen, aber ich danke ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Ich danke. Herzlichen Dank.